Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Ein Studium an der BFC in Northeim. Richtig heißt das, ein Studium an der Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kraftfahrzeuggewerbe. Das steht für eine hochqualifizierte, für eine praxisnahe Ausbildung, für ambitionierten Führungsnachwuchs in der Automobilbranche. Als Rekruterin weiß ich seit Jahren, Kandidaten, die die BFC erfolgreich absolvieren und auch noch eine Empfehlung von der Geschäftsführerin bekommen, die brauchen sich über ihren nächsten Karriereschritt überhaupt keine Gedanken zu machen. Die haben nämlich ihren Job oft schon vor dem Abschlusszeugnis in der Tasche. Die Geschäftsführerin der BFC ist Silvia Gerl. Seit über 22 Jahren bringt Silvia Gerl mit viel Leidenschaft und ganz viel Herzblut ihre Handschrift ein. Und es geht ihr dabei nicht nur um den hohen fachlichen Anspruch, sondern auch um Werte und Tugenden, die ihre Absolventen mitbringen sollen. Und was ihr genau wichtig ist, darüber sprechen wir jetzt. Andrea-Patzelt.com. So, dann legen wir jetzt auch gleich los. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ganz, ganz herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast, liebe Frau Gerl. Herzlich willkommen, sage ich auch in Ihre Richtung. Und ich freue mich, dass Sie uns heute unterhalten. Ja, wie schön, dass es geklappt hat. Wo erwische ich Sie denn so am Feiertag, Frau Gerl? Am Schreibtisch. Ich habe eben gerade auch eine Musterlösung für die Abschlussprüfung geschrieben. Und deswegen war es ganz toll, jetzt was Sinnvolles zu machen und was Spannenderes als eine Musterlösung für eine Abschlussprüfung zu schreiben. Okay, ich bin ja ganz dankbar. Ich weiß ja, dass Sie jetzt gerade Prüfungsphase auch haben, dass Sie sich jetzt die Zeit heute auch für mich nehmen. Sie wissen ja, ich bin ja Headhunterin, Recruiterin und deswegen ist auch die erste Frage in meinem Podcast immer die gleiche. Da geht es immer um den Lebenslauf meines Gastes und so ist auch die erste Frage für Sie, Frau Gerl, heute nach Ihrem Lebenslauf. Ist das denn gerader oder sind da viele Zickzacks drin? Also ich glaube, wenn Sie mit mir ein Einstellungsgespräch führen würden, würden Sie sagen, ich bin durch und durch Auto, weil ich auch schon in die Branche reingeboren worden bin. Meine Eltern haben aber keinen klassischen Kfz-Betrieb. Also bei uns geht es um das Thema Endstationenauto und das ist im Zeitalter von Abwrack und Umweltprämie ein sehr, sehr lukratives Geschäft. War aber nie der Spielplatz für kleine Mädchen, wenn man nicht sich um Wartung, Pflege und Reparatur kümmert, sondern einfach zack, kaputt. Ja. Ich hatte immer meinen Eltern gesagt, ich möchte nie was mit Autos machen. Bin dann aber klassisch ins Autohaus gegangen nach meinem Studium, weil ich habe Wirtschaftspädagogik und Betriebswirtschaft studiert. Und dann im Autohaus habe ich gesagt, das ist schon ganz spannend, mit verschiedenen Marken aktiv zu sein. Bin dann aber zum Importeur gegangen. Dann hatte ich wieder Sehnsucht zum Autohaus, zurück wieder in einen Markenbetrieb und dann kam der Ruf zur BFC, ja, und das ist jetzt auch schon wieder 22 Jahre her und nach wie vor ist mein Tagesgeschäft Auto. Ja, ich habe das gesehen, 22 Jahre, das ist ja unglaublich. Was? Das so lange dauert. Ja, und Sie haben da ja absolut Ihre Handschrift reingebracht. Wenn Sie jetzt so drauf gucken, was ist denn so da Ihre Leidenschaft? Ist das jetzt so die Geschäftsführung oder ist es dann jetzt das Thema Auto generell? Was ist es das, was Sie so antreibt, aufzustehen und Ihren Job zu machen? Also ich sage ganz bewusst, das Thema Auto hat mich ja schon immer begleitet und als studierte Wirtschaftspädagogin kann ich natürlich bei uns an der Schule beides sinnvoll miteinander verbinden. Also einmal das Thema Auto. Und einmal das Thema Pädagogik, aber im Fokus steht eigentlich immer für mich der Mensch. Und wenn Sie jeden Tag mit jungen Menschen zusammenarbeiten, von 8 bis 18 Uhr und begleiten die in ihrer automobilen Karriere, das ist schon richtig toll. Mhm. Ja, und Sie haben da jetzt in den 22 Jahren ja auch viel, viel, viel gesehen. Allerdings, also wenn Sie aber das Geschäft von der Kita auf lernen, auch in der Schule, ich bin ja keine geborene Geschäftsführerin oder Schulleiterin. Ich habe ja mal angefangen, auch klassisch mit dem Unterrichten in drei Fächern. Das war Personalführung, Marketing
und Betriebswirtschaft und mit der Übernahme dann der Schulleitung musste ich zwangsläufig 2 Fächer abgeben. Es war auf der einen Seite sehr schade, weil ich gerne unterrichte, aber es war auch klar, welches Fach mir bleibt, weil niemand wollte die dröge BWL übernehmen. Und deswegen war ich zack das Personal los und auch das Marketing, also wunderschöne Fächer. Mhm. Und ich bin dann auf der BWL sitzen geblieben. Aber ich finde es ganz toll, eigentlich auch neben der Geschäftsführung immer noch täglich mit diesen jungen Menschen zu tun zu haben. Weil wenn sie junge Menschen ausbilden und begleiten die und die tragen dann auch ein Stück meiner Handschrift, dann kann ich auch immer ganz gut zu dem einen oder anderen was sagen, der mal bei uns war, wo mal jemand fragt, können Sie sich noch erinnern an? Und da fällt mir eigentlich viel zu ein, weil ich am operativen Geschäft auch mit tätig bin. Das ist ja, glaube ich, jetzt der 56. Jahrgang, der jetzt gerade abschließt oder jetzt Montag Ihre Prüfung schreibt. Was ist denn jetzt Ihr Anspruch? Also wenn Sie jetzt mit den jungen Leuten arbeiten, wenn Sie die jungen Leute ausbilden, was ist Ihnen wichtig? Worauf kommt es Ihnen an? Was sollen die können, wenn sie Ihr Haus verlassen? Also ich sage, über die Fachlichkeit hinaus ist es mir persönlich super wichtig, dass das auch Vorbilder werden. Weil die werden ja in diese Führungskraftrolle reinwachsen. Der eine früher, der andere später. Es hängt ja auch ein Stück weit vom Lebensalter ab. Mhm. Weil unsere Altersrange ist ja von 21 bis so rund 34. Das sind immer so klassische Altersschnitte, die wir haben. Und da ist es mir schon ganz wichtig, dass die als Gesamtkunstwerk die BFC verlassen. Also nicht nur das Thema Fachlichkeit, sondern ich finde, spielen auch bestimmte Tugenden eine Rolle, weil die werden ja auch soziale Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen. Und ich finde, es ist ganz wichtig, unabhängig vom Lebensalter, dass Mitarbeiter immer draufschauen und sagen, ich habe einen tollen Vorgesetzten, eine tolle Vorgesetzte. Über das Thema Fachlichkeit hinaus ist das auch jemand, an dem ich mich orientieren kann. Und das ist mir wichtig. Was sind denn das für Tugenden, Frau Gerl? Also es hängt schon damit an, dass junge Menschen ein anderes Verhältnis zum Thema Pünktlichkeit haben, Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit. Und deswegen haben wir zum Beispiel ganz bewusst den Fokus schon auf das Thema Pünktlichkeit gelegt. Es gibt nämlich bei uns im Haus keine Türklinken. Und das ist ganz wichtig, ja, dass man sagt, also wenn wir verabredet sind, finde ich sensationell, wenn jeder pünktlich ist, dann können wir wunderbar miteinander arbeiten. Mit dem Ergebnis, das weiß ich auch noch wie heute, dass ein junger Unternehmersohn bei mir saß und hat sich immer darüber aufgeregt, wenn er zu spät kam, dass er dann warten musste auf die nächste Session. Und das ist einer, mit dem ich heute sehr, sehr gut befreundet bin. Und er sagt, du kannst du dir nicht vorstellen, ich habe eine Auszubildende, die kommt immer zu spät. Und das stört mich total. Ich sage, super, merkst du was? Kannst du dich irgendwas erinnern? Ja, nee, das war ja früher was ganz anderes. Also ich sage mal, diese Kleinigkeiten sind natürlich wichtig. Aber wichtig ist, finde ich, auch, dass so ein junger Mensch immer als zuverlässiger Partner gilt. Für die Seniorunternehmer, für einen Hersteller und auch für die Mitarbeiter. Dass man sagt, da ist jemand, egal ob Männlein oder Weiblein, auf den kann ich mich immer verlassen. Und dieses Thema Zuverlässigkeit finde ich ganz, ganz wichtig. Wie unterrichten Sie das? Also jetzt bei der Pünktlichkeit, das weiß ich, weil ich war ja selber bei Ihnen und habe mich gewundert, warum da keine Klinken sind. Und die Teilnehmer, wenn sie dann auch mal auf die Toilette müssen, die müssen dann ja klopfen, sonst kommen sie nicht rein. Also Pünktlichkeit kann ich nachvollziehen, dass das auch ein wirksamer Schritt ist, um das zu lernen. Wie bringen Sie Zuverlässigkeit bei? Also bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir Termine setzen oder so, die wissen genau, es gibt dann eine Deadline, dann muss ich mich kümmern. Sonst habe ich bis zu dem Zeitpunkt ein Problem, dann kümmert sich niemand mehr um meine Unterlagen. Dann muss ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Und wenn man zum Beispiel sagt, wir haben ein Downloadportal, weil wir mit keinen Büchern arbeiten, weil es kein Buch gibt, wo drin steht, so funktioniert ein Automobilhändler richtig. Ach so, okay. Stellen wir alles zu bestimmten Zeitpunkten zur Verfügung und das auch nur für eine bestimmte Zeit. Und wenn die dann abgelaufen ist, dann hat man ein Problem. Und das diszipliniert unwahrscheinlich, gewissenhaft zu sein. Und wenn man dann vielleicht mal nicht gewissenhaft war, dann muss man natürlich gucken, dass man irgendjemand an seiner Seite hat, auf den man sich wieder verlassen kann, damit man Zugriff auf die Unterlagen hat. Und das funktioniert hervorragend. Das glaube ich. Also Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, was noch?
Ja, und das Thema Ehrlichkeit ist mir ganz wichtig. Mhm. Weil es gibt schon den einen oder anderen, der sehr, sehr gut kommunikativ unterwegs ist. Und wenn es mir irgendein Problem gibt, holen die unwahrscheinlich weit aus und erzählen mir was. Mhm. Und wenn ich dann anschaue und sage, sind Sie sicher, dass das wirklich so war? Dann ist es oft so, dass die sagen, okay, war ein Versuch, Frau Gerl, ich überlege nochmal. Und man merkt relativ schnell, wenn sie mit jungen Leuten zu tun haben, dass die kreativ sind, aber dass sie vielleicht an der Stelle nicht ganz ehrlich waren. Aber um sich dann selbst irgendwie aus dem Sumpf zu ziehen, ist man manchmal wirklich sehr kreativ. Aber die wissen dann auch relativ schnell, so als Geschichtenerzähler komme ich an der BFC nicht weit. Es ist ja dann ein fantastischer Schliff, ne? Also weil die BFC hat ja über Jahre hinweg einen hervorragenden Ruf, einfach auch einen Führungsnachwuchs zu liefern. Und ich habe ja einfach in der Zeit, in der ich jetzt auch im Recruiting bin, jetzt diejenigen, die von ihrer Schule kommen, die werden mir mit Kusshand immer wieder von den Autohäusern noch abgenommen, weil einfach genau die Dinge da sind. Das ist halt einerseits die Fachlichkeit, das ist einerseits aber eben dann auch das, ich sag's mal jetzt so auf gut Deutsch, die Absolventen mit Messer und Gabel essen können und einfach auch wissen, worauf es ankommt. Jetzt habe ich so festgestellt, bei Ihnen, es ist ja einerseits so, Sie haben die Söhne und die Töchter, ja, also diejenigen, die von ihren Eltern, die Autohausbetreiber sind, auf ihre Schule geschickt werden, um da den nächsten Schritt zu gehen. Sie haben dann auch Mitarbeiter aus Autohäusern, die dort einen guten Job machen und dort weiterentwickelt werden. Ich sage, pass auf, geh mal ein Jahr auf die BFC, dann kriegst du nochmal den richtigen Schliff und dann kommst du wieder. Und dann gibt es dann auch so diejenigen, die sagen, ich mache das für mich selbst. Ne? Also die einfach wirklich dann auch an sich arbeiten wollen und auch diese Zeit dann investieren. Aber das sind so diese drei großen Gruppen, die mir aufgefallen sind, als ich jetzt bei Ihnen auch einmal reingucken durfte. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Ansprüche auch, denen Sie dann gerecht werden im Alltag, oder? Das stimmt. Also ich sage mal, wir haben Söhne und Töchter bei uns, die aus eigenem Antrieb auch sagen, ich möchte eigentlich das weiterführen, was meine Eltern oder Großeltern schon aufgebaut haben, weil das letztendlich auch unsere Familie versorgt hat und ich habe so ein Auto gehen und möchte das weitermachen. Es gibt aber auch welche bei uns, die manchmal sagen, vielleicht gucke ich auch nicht so ganz rosig in die Zukunft, wenn ich die Betriebsgröße mir anschaue, dann muss man vielleicht überlegen, ob das elterliche Unternehmen Perspektiven hat. Ich habe sie auf jeden Fall, weil ich kann mit der Ausbildung auf jeden Fall weiterziehen. Derjenige, der in einem Angestelltenverhältnis ist, der macht das immer bei uns, weil er sagt, ich möchte die BFC besuchen, um den nächsten Karriereschritt innerhalb des Unternehmens zu machen. Und so eine Absprache gibt es natürlich auch zwischen dem Arbeitgeber und diesem Mitarbeiter, weil die dann schon wissen, wie die Karriereplanung aussieht, wenn die BFC zu Ende ist. Und die haben auch ganz schön Druck, weil der Arbeitgeber sorgt ja auch letztendlich dafür, dass dieser Arbeitsplatz vorbereitet oder freigehalten wird und dann müssen die auch abliefern. Und die stehen ganz schön auf dem Gas. Und diejenigen, die das aus eigenem Antrieb machen, für die ist das eine ganz, ganz große Investition, weil ich rede jetzt nicht über das BFC-Schulgeld, was die bezahlen müssen, sondern über das Geld, was die in diesem Jahr nicht verdienen, sondern an ihre Reserven gehen. Die wachsen über sich hinaus. Also es macht irische Freude zu gucken, was die für einen Weg einschlagen, weil die haben für sich im Kopf immer schon einen festen Fahrplan. Und da arbeiten die dran und justieren während der BFC-Zeit immer wieder nach. Und das macht einfach Freude, daneben herzulaufen und zu gucken, wie die sich entwickeln. Und das hat natürlich in Summe, wenn wir jetzt diese drei Gruppen wieder zusammenfassen, für alle einen Vorteil, weil da partizipieren alle von. Der Junior, der sagt, Mensch, das ist so jemand, der ist so stringent und so straight, das sollte ich vielleicht für mich auch entwickeln, wenn ich auch ins eigene Unternehmen komme. Vielleicht kann ich den auch begeistern, mit mir in das elterliche Unternehmen zu kommen. So kann man ja auch Mitarbeiter rekrutieren. Klar, klar. Weil die brauchen ja als Junioren auch wieder Leute, mit denen sie gemeinsam dann in den Krieg ziehen und alt werden können. Und wenn Sie so den Mix dann halt sehen in der Gruppe, auch bei den Dozenten, wir finden es halt ganz toll, dass wir keine homogene Masse haben. Das fordert uns auch jeden Tag.
Ja. Was Sie auf die Beine stellen jetzt mit Ihrem Team, das gibt es ja sonst in der Branche nicht. Ne? Also weil das ist jetzt ja, wie Sie auch sagen, es gibt keine Bücher. Sie schauen individuell auch jetzt, was Ihre jeweiligen Teilnehmer brauchen. Und Sie haben einfach den Anspruch, dass Sie rausgehen und dann tatsächlich dann die Erwartungen erfüllen beziehungsweise Ihren nächsten Karriereschritt gehen. Und das klappt ja auch, was ich zu 90% klappt das auch. Ne? Also ich weiß nicht, wie ist Ihre Erfahrung jetzt von Ihren Absolventen? Also man muss einfach auch sagen, auch wenn wir so Monopolisten sind und einen tollen Job machen, Frau Patzelt, haben wir nicht nur gute. Das ist okay. Auch wir haben einen Querschnitt der Gesellschaft und jeder ist limitiert. Aber ich finde, wenn jemand merkt, dass er gewisse Grenzen hat, dann kann man an seinen Stärken arbeiten und muss dann auch akzeptieren, dass irgendwann man eine bestimmte Stufe auf der Karriereleiter erreicht hat, die dann auch die letzte Stufe ist. Und ich denke, wenn man dann also mit Sachbezug und im operativen Geschäft einen guten Job macht, schafft es dann aber nicht bis an die Spitze, ist aber vielleicht in der Sachbearbeitung ein absoluter Profi, dann ist das auch in Ordnung. Aber im Querschnitt muss ich sagen, momentan ist es für uns nicht so toll, dass die meisten, die bei uns sind, schon kurz nach dem Bergfest, sage ich mal, einen unterschriebenen Arbeitsvertrag haben. Das ist natürlich für uns Dozenten nicht so toll, weil wir müssen die bis zum Ende bei Laune halten. Und ich denke mal, wenn man in einer so exponierten Position ist, Frau Patzelt, macht das unwahrscheinlich bequem. Und dann lehnt man sich auch mal zurück und sagt, Mensch, warum soll ich denn jetzt Vollgas geben? Ich fahre doch so ganz gut dahin, weil ich auch weiß, wo ich dann ab dem Sommer arbeiten werde. Und da müssen Sie dann manchmal den einen oder anderen ein bisschen schütteln und sagen, ich würde das super finden, wenn Sie weiter am Gas hängen, um Ihrem neuen Arbeitgeber auch zu sagen, er hat eine richtige Entscheidung getroffen, Sie einzustellen. Das ist manchmal so ein bisschen anstrengend für uns, aber vielleicht ist es auch menschlich. Ja? Mensch, super, ich weiß, wo die Reise hingeht. Jetzt machen wir ein bisschen Slow Motion. Sind das denn dann tatsächlich diejenigen, die jetzt weder Sohn noch Tochter noch einen festen Arbeitsvertrag haben? Das sind also diejenigen, das ist die dritte Gruppe, die sagt, ich mache jetzt die BFC für mich, um dann tatsächlich den nächsten Karriereschritt zu machen. Das ist dann die Gruppe, von der Sie sprechen? Und ja, die werden bei uns sofort einkassiert. Also ich glaube, dass diese Menschen haben eine tierisch-magnetische Wirkung, dass jemand, also auf die Automobilhändler oder überhaupt auf die Automobilie, wenn jemand sagt, ich mache da was und opfere meinen Arbeitsplatz, dann glaube ich, weiß man schon, das ist jemand, der wirklich ehrgeizig ist und dass dann jemand für sich eine Entscheidung getroffen hat und vielleicht dann ein Stück weit nachlässt. Das ist, glaube ich, normal. Wir haben natürlich auch eine Gruppe, die besonders begehrt sind. Und das sind die, die, ich sag mal, platt schrauben und rechnen können. Also wenn jemand eine technische Ausbildung hat, und dann noch den Kfz-Betriebswirten obendrauf setzt. Also das ist einfach, das ist der absolute Hammer, weil das sind Leute, das sind Generalisten, die können ja überall arbeiten. Die haben das Geschäft von der Pike auf gelernt in der Werkstatt. Wenn es vielleicht drängelt, dann können die mithelfen. Mhm. Aber am Schreibtisch sind die auch unschlagbar. Und so jemanden vielleicht im eigenen Team zu haben, das ist natürlich mega toll. Wie kommen Sie denn an die ran? Also, wir werden immer gefunden von solchen Leuten. Ja. Aber das sind diejenigen, die dann Kontakt haben zu BFC-Lern und sagen, Mensch, wo kommst du denn her? Wieso weißt denn du das alles? Ja. Und ab und an ist, glaube ich, der ein oder andere trotz aller Verbindung zu der Technik so weit, dass der sagt, ich möchte mich einfach ein bisschen breiter aufstellen. Weil gerade im technischen Bereich, das ist ja schon ein sehr körperlicher Beruf. Und wenn dann jemand sagt, wer weiß, ob ich körperlich dauerhaft diesen Job machen kann, dann ist das für mich eigentlich auch eine Absicherung zu sagen, ich kann ja nicht nur am Fahrzeug, ich kann auch am Schreibtisch. Mhm. Und ich frage die auch immer, wie sind sie denn auf uns aufmerksam geworden? Manchen in der Ausbildung begegnet, die dann gesagt haben, es gab einen Karrieretag an der berufsbildenden Schule, Frau Gerl, und da habe ich mal einen Vortrag von Ihnen gehört. Ich fand den Vortrag toll, ich habe Ihnen auch gerne zugehört, aber das war für mich damals ganz weit weg. Und wenn ich dann sage, huch, jetzt sind Sie aber doch hier. Was machen Sie denn jetzt bei uns? Ich habe Sie nicht vergessen. Und ich habe immer mal so verfolgt, was so an der BFC passiert und habe dann tatsächlich auch Kollegen kennengelernt, die auf der BFC waren. Ich will das auch. Und das ist einfach prima. Okay. Ach, schön. Wie schön. Wenn Sie akquirieren ja auch nach wie vor, ne, um jetzt Ihre Kurse auch vollzukriegen. Was sind denn so die Inhalte Ihrer Vorträge? Was erzählen Sie den Zuhörern, dass die so interessiert sind, dass sie so viel Lust haben,
jetzt auch bei Ihnen zu studieren. Also das Fernstudium habe ich gesehen, das bieten Sie ja neuerdings auch an. Das ist, glaube ich, mal blitzschnell ausgebucht. Ne? Das stimmt. Da haben wir 36 Plätze. Das geht immer relativ schnell, weil das machen dann auch diejenigen, die aus dem operativen Geschäft nicht weg können. Also die haben schon eine feste Funktion im Betrieb, können sich auch nicht mehr 11 Monate abnehmen. Ich meine, das ist zwar auch nur auf Zeit, aber wenn jemand in Funktion ist, dann ist das sehr schwer. Und die wollen dann von diesem BFC-Wissen partizipieren und bekommen dann im 2,5-Wochen-Rhythmus von uns immer alle Unterlagen geschickt. Das heißt also, es ist genau das gleiche inhaltlich wie das, was wir sonst im Tagesgeschäft machen. Bloß diese Unterlagen sind natürlich redaktionell so aufbereitet, weil die uns nicht auf der Tonspur haben, dass die einfach mehr lesen können oder müssen, um halt den gleichen Abschluss zu machen. Okay. Und diejenigen, die ich dann kennenlerne bei diesen Karrieretagen, ich glaube, das, was meine Vorträge von den anderen Bildungsinstitutionen unterscheidet, also ich lerne da ja auch immer von anderen, also Hochschulen und irgendwelche Kammern, die ihre Kurse und so vorstellen. Ich rede eigentlich immer nur über die Branche und über Perspektiven und auch über Optionen und Möglichkeiten und stelle dann auch immer ein paar Karrierewege dar. Einige, die, wie Sie vorhin gefragt haben, vielleicht nicht einen stringenten Lebenslauf haben, sondern auch so ein bisschen einen Zickzackkurs haben, wo man manchmal auch sehen kann, dass der ein oder andere Knoten vielleicht auch ein bisschen später platzt. Und dann schauen wir uns in dieser Autowelt einfach mal um. Und ich glaube, dass junge Leute einfach auch ein paar Impulse brauchen, damit man denen mal aufzeigt, was es für Wege geben kann. Das ist, glaube ich, besser, wenn man das so macht, als wenn man ein Produkt vorstellt. Sei es auch noch so toll, weil dann hat das für mich einen Verkaufscharakter. Mhm. Und das finde ich nicht gut. Und ich glaube, das halt immer so nach bei meinen Vorträgen, dass immer viele sagen, irgendwie haben sie immer über alles gesprochen, aber sie haben nie gesagt, sie müssen zu uns kommen. Nee, sie verkaufen nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube, wenn jemand sich für einen Weg entscheidet, sich zu entwickeln, muss das von einem selber kommen und nicht von mir. Ja, sie können einfach nur dafür sorgen, dass die weiterhin Lust haben, zu ihnen zu kommen, dass sie sich nicht demotivieren. Ne? Weil nicht jeder hat das große Glück, in einem Betrieb zu arbeiten, wo man immer Freude hat. Das muss man auch sagen, das fängt manchmal in der Ausbildung an. Aber wenn dann jemand sagt, Mensch, die Branche ist super und ich habe tolle Perspektiven, dann suche ich die halt außerhalb meines Betriebes, wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Und wenn einem das so jemand mal darstellt, glaube ich, hat man auch Lust auf Erfolg. Okay, also dann ist es so, dass Sie Bilder zeichnen, dass Sie Karrierewege zeigen, die möglich sind. Dann haben Sie sicherlich ja von der BFC ein fantastisches Netzwerk und haben da natürlich auch alle Möglichkeiten, die Türen zu öffnen, weil Sie ja über die Jahre hinweg ja fantastisch verdrahtet sind. Ne? Also deswegen, wenn da jemand einen guten Job macht, sich gut anstellt, der einfach auch dann gut zu den Tugenden passt, also sich einfach von der Persönlichkeit auch entsprechend darstellt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Sie sagen, guck doch mal da oder guck doch mal da bei dem, oder? Auf jeden Fall. Und manchmal ist es auch so, dass wenn sich's rumgesprochen hat, dass irgendwo so ein Karrieretag ist, dass dann plötzlich Ehemalige andocken und sagen, Frau Gern, ich möchte gerne mitkommen. Und das ist natürlich ganz prima, weil dann kann ich mich tiefenentspannt zurücklehnen und höre dann auch einfach selber mal zu. Und ich finde es einfach hoch anerkennenswert, dass jemand, der viel Arbeit hat, sich dann mal ausklingt und sagt, ich komme einfach mal 2 Stunden mit und möchte dabei sein, um einfach auch von meinem Leben zu berichten, weil ich bin ja eigentlich Täter und meine Absolventen sind ja meine Opfer. Und wenn ein Opfer spricht, hat so ein Opfer natürlich eine viel bessere Glaubwürdigkeit, als wenn ich was sage. Ja. In so einem Doppelpack ist das immer toll. Also früher habe ich immer geschrieben, ich bin jetzt da und da und halte da und da einen Vortrag. Das habe ich mir abgewöhnt. Weil dann ganz viele immer schreiben, oh super, Frau Gell, ich kann vielleicht nicht beim Vortrag dabei sein, aber ich würde Ihnen im Betrieb gerne was zeigen, kommen Sie doch mal vorbei. Dann komme ich aber nicht mehr zum Arbeiten und dann habe ich ein Problem. Wie schön. Das ist doch wunderbar, wenn man so drauf guckt und sagt, ich muss das nicht mehr verkaufen, weil einfach das ist einfach so stimmig ist und weil es für die Menschen gut ist, ne? Weil die dann letztendlich das Ergebnis haben, die Ausbildung absolviert haben, sich die Türen öffnen, die erfolgreich sind und sie dazu beigetragen haben. Also da kann man nur gratulieren. Ich hoffe auch, dass das so bleibt. Also wer die BFC kennt aus der Historie, weil wir ja nun 56 Jahre alt werden und der 56. Jahrgang geht. Ja. Ist manchmal vielleicht überrascht und sagt, also wenn ich mal zurückschaue, war die Gruppe der BFCler früher ja viel größer, alleine durch die 2 Standorte, die wir hatten. Aber wir haben ja beide Standorte zusammengeführt, weil wir gesagt haben, wir möchten eher auf Klasse gehen anstatt auf Masse. Und ich glaube, das ist auch unser Aushängeschild,
dass wir letztendlich auch sagen können, also wir sorgen nicht nur für fachliches Input, sondern wir wollten den Betreuungsgrad einfach ein Stück nach oben schieben. Und aus diesem Grund haben wir die Teilnehmerzahl nach unten korrigiert. Und das haben wir jetzt vor 5 Jahren gemacht. Und der Erfolg gibt uns also definitiv recht, weil sie einfach auch niemanden verlieren und jeden im Fokus haben. Also ich kenne es von der Hochschule ganz anders. Da gehen sie in die Vorlesung oder nicht. Und was dabei herauskommt, da schaut man dann mal. Und was man daraus macht, das wird sich auch entwickeln oder nicht. Aber wir können halt jeden individuell begleiten. Und deswegen leben wir mit dieser Zahl 100 jedes Jahr hervorragend. Und ich möchte da nie was dran ändern. Jetzt bin ich 22 Jahre da. Wenn ich noch ein bisschen darf, dann halte ich auch an dieser Zahl fest. Also 100 dann aktiv vor Ort und 36 Teilnehmer dann im Fernstudium. Im Fernstudium. Also 136 Absolventen dann pro Jahr. Die Fernstudenten sind ja 24 Monate da, die schaffen. Ach, die sind 24, okay. Und weil die brauchen ja einfach, weil sie einen Spagat machen müssen zwischen der Lehre und dem Arbeiten. Und deswegen brauchen die 24 Monate Zeit. Okay, alles klar. Also ich finde schon, wenn man ein Fernstudium macht und es läuft gegen die Uhr, dann läuft es ja eigentlich auch wieder gegen das Ergebnis. Und das wollen wir nicht. Und deswegen lassen wir denen mehr Zeit, um dann auch im vernünftigen Dialog zu sein. Also es ist dann auch so, dass der ein oder andere, wenn er vielleicht mit der Unterlage Schwierigkeiten hat, dass wir skypen, chatten, telefonieren oder mailen. Das geht natürlich auch nur, wenn die Gruppe sehr klein ist. Ja. Bei einem klassischen Fernstudium würde es dann vielleicht auch schon so passieren, dass jemand sagt, du mach doch bitte dein Problem nicht zu meinem. Und wir sind dann aufgrund der Größe auch so flexibel, dass man dann auch wie wir beide uns an einem Feiertag vielleicht verabreden oder dass jemand sagt, Frau Gerl, ich habe noch eine Auslieferung bis 18:30 Uhr, können wir uns danach vielleicht nochmal telefonisch abstimmen. Das kriegen wir alles hin, weil wir halt so klein und beweglich sind. Fantastisch. Frau Gerl, gibt es dann jetzt, also wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer sagt, ich habe so im Kopf, mich bei der BFC zu bewerben, gibt es da von Ihnen nochmal jetzt so übergreifend so ein paar Impulse zum Nachdenken? Also wir haben über die drei Gruppen gesprochen, ne? Also jetzt Söhne und Töchter. Wir haben darüber gesprochen, jetzt diejenigen, die einen schon festen Job haben, um da besser zu werden. Und wir haben dann über diejenigen gesprochen, die sagen, ich bin gern bereit, ein Jahr einfach auch jetzt so auf mein Einkommen zu verzichten, aber an mir zu arbeiten. Was würden Sie denen, die jetzt gerade darüber nachdenken, noch auf die Reise geben? Ich motiviere Sie dazu zu kommen oder es eben auch zu lassen. Was sind denn so die Ideen? Also ich glaube, wenn man derzeit auf unsere Branche guckt, sollte jeder, der lange nichts gemacht hat, also für sich und für seine Entwicklung, sei es fachlich oder persönlich, der sollte mal in sich gehen und überlegen, was man jetzt machen kann. Weil ich glaube, wir haben inzwischen eine Geschwindigkeit der Veränderung in der Branche aufgenommen. Da kann es sein, dass der Zug an dem einen oder anderen vorbeifährt. Und wenn man da nicht präpariert ist mit allem, was da kommt, wobei ich nicht im Detail sagen kann, was da kommt, aber ich finde schon, dass man, wenn man vielleicht jetzt 3, 4, 5, 6, 7 Jahre gesagt hat, ich mache einen tollen Job, den mache ich jeden Tag, aber was hast du denn außerhalb dieses Jobs für dich und deine Entwicklung getan? Da denke ich, da sollte man jetzt aktiv werden. Ob man das jetzt in seinem Markenumfeld macht, weil man sagt, ich fühle mich auch mit der Marke verbunden, mit der ich seit x Jahren zu tun habe. Oder ich sage ganz bewusst, und da kommt jetzt mein Impuls, ich koppel mich mal von der Markenwelt ab. Dann gibt's, glaube ich, keine bessere Idee, als sich mit der BFC auseinanderzusetzen. Weil wir sind weder auf eine Marke fokussiert, noch auf eine Betriebsgröße. Bei uns findet auch die Welt der freien Werkstätten, also der markenungebundenen Betriebe statt. Auch diejenigen, die überhaupt keinen Service haben, sondern sich vielleicht nur mit Gebrauchtwagen beschäftigen. Wir haben Leute bei uns, die sagen, PKW, das ist mir alles viel zu klein. Ich bin in der Nutzfahrzeugwelt unterwegs oder Vierräder sind mir zu viel. Es sollen nur zwei sein. Auch die finden bei uns statt. Und ich glaube, wenn man sagt, ich bin der Profi für Marke X, ich möchte mich aber breiter aufstellen, unabhängiger und vielleicht auch mal, wer weiß, den Fuß in der Tür zu haben in einer anderen Markenwelt, dann gibt es, glaube ich, keine bessere Idee, als über die BFC nachzudenken. Entweder Vollzeit oder Teilzeit. Okay, um da jetzt nochmal jetzt bei den Söhnen und Töchtern einzusteigen, ist das denn so, dass die dann tatsächlich dann sehr schnell wieder in die Welt
des Autohauses bei ihren Eltern einsteigen oder ist es eher so, dass die denken, so Gott, wie kriege ich den Spagat denn jetzt hin zwischen dem, was ich jetzt Neues gelernt habe und zu dem, wie Mama und Papa das so machen? Also wenn ich das mal so frech fragen darf. Da hat sich in 22 Jahren total was verändert. Mhm. Also in der Vergangenheit war es immer so, wenn ich Söhne und Töchter kennengelernt habe, die wollten immer auf Wanderschaft gehen. Und die neuen Söhne und Töchter, das sind immer diejenigen, die haben irgendwie so ihre Nabelschnur auf Spannung gezogen. Die möchten unwahrscheinlich gern schnell wieder zurück. Ach. Und da gibt es einen Störfaktor. Und der hat 4 Buchstaben, der spricht gerade mit Ihnen, nämlich G-E-R-L. Und ich sage dann immer, wie alt sind Sie? Ich bin 23. Ich sage, nein, Sie gehen nicht nach Hause. Sie hauen jetzt erstmal ab. Weil mir ist es persönlich ganz wichtig, dass die einfach Erfahrungen sammeln, weil im elterlichen Betrieb werden die ja viele, 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 viele Jahre sein. Und mein Impuls in die Richtung ist immer, dass ich sage, was haben Sie für einen Betrieb zu Hause? Einen ganz, ganz kleinen, der markenfrei ist. Dann sage ich, dann gehen Sie in einen ganz, ganz großen Betrieb mit einer Marke. Es muss immer genau das Gegenteil von dem sein, was die eigentlich zu Hause haben, weil da können die sich so viele tolle Ideen holen. Die können sich anschauen, was funktioniert da, warum funktioniert es nicht, aber es könnte ja bei uns funktionieren. Deswegen Impulse von uns, ja. Bei aller Praktikabilität und so sind wir trotzdem aber immer ein bisschen noch theoretisch unterwegs. Und aus dem Grund ist es mir wichtig, dass die abhauen. Die müssen auf Wanderschaft gehen, ja. Und ich nerv die damit auch. Das finden die teilweise ganz blöd. Ich sage dann immer wieder, sie gehen nicht nach Hause, oder? Ja, Frau Gerl, ich habe es jetzt verstanden. Und dann frage ich immer, wo gehen sie denn hin? Also ich nerv die da total, weil es mir einfach wichtig ist, dass die vielleicht Fehler erstmal woanders machen und nicht zu Hause. Okay, ja, das ist schön, weil ich habe jetzt neulich mit einer Kandidatin gesprochen, da ging es einfach auch um wegzugehen, dann sagt sie zu mir, Frau Patzelt, ich bin noch nicht so weit. Und ich so, was muss denn passieren, damit Sie so weit sind? Wie kriegen Sie das denn hin, dass Sie dann gehen? Also wie machen Sie das, dass die dann also, tatsächlich... Ich kann da wirklich nur penetrieren. Also ich bin da wirklich wie so ein Terrier und nerv die auch einfach und sage, Mensch, Sie müssen mir jetzt sagen, wo Sie hingehen, weil ich weiß genau, wenn die dann nach Hause gehen, da kommen die nicht mehr weg. Das heißt, ja, komm, ich mache erst mal zu Hause und ich klinke mich dann aus. Das funktioniert meist nicht. Okay. Deswegen ist es dann so, dass ich eigentlich Druck ausübe. Das ist nicht besonders charmant. Und wenn es dann heißt, ja, Frau Gerl, ich weiß ja gar nicht, wo ich hingehen soll, dann kommt unser BFC-Netzwerk. Und dann sage ich, super, ich kenne so viele BFCler. Sie, das geht ganz schnell. Wenn Sie sich nicht äußern, habe ich eine super Idee für Sie. Okay. Dann kommen die schon aus der Deckung. Aber die müssen, und das ist also in der heutigen Zeit, Frau Patzelt, ein echtes Problem, die sind so mit ihrer häuslichen Umgebung verwachsen und mit ihrem Umfeld, da fühlen die sich wohl und scheinbar auch sicher. Und deswegen wollen die gern nach Hause. Aber ich finde schon, dass ein Junior oder eine Juniorin ein ganz anderes Standing hat, wenn man vielleicht auch woanders seine Sporen verdient hat und dann zurückkommt. Weil ich finde, der ein oder andere Mitarbeiter kennt ja schon diese Junioren, als die noch mit Pampers durch den Laden gelaufen sind. Und ich glaube, wenn sich da eine ordentliche Distanz ergibt, ein Jahr haben wir dann schon durch den BFC-Aufenthalt, und wenn dann vielleicht die Distanz zu dem Betrieb noch größer wird, dann wird auch die Distanz zu der Person größer, wenn man zurückkehrt. Und ich glaube, so habe ich es auch oft schon erlebt, dass auch verdiente Mitarbeiter immer gesagt haben, du Andrea, du bist jetzt nicht mehr Andrea, sondern du bist jetzt Frau Patzelt. Und das heißt nicht, weil ich mich von dir distanziere, aber das hat was mit Respekt zu tun. Und ich finde, dann hat so ein Junior oder eine Juniorin auch geschafft. Danke für den Impuls. Frau Gerl, was machen Sie denn, damit es Ihnen gut geht? Ja, also ich mache nicht wie Sie Yoga. Ich bin sehr Innenarchitektur interessiert und ich bin auch ganz froh, dass die Zuhörer jetzt mich nicht sehen, sondern nur hören, weil wenn ich so runterkommen möchte und bei mir selbst sein will, dann beschäftige ich mich mit der Aufarbeitung von alten Möbeln. Weil ich finde es ganz, ganz toll, wenn Sie den ganzen Tag mit dem Kopf arbeiten, auch mal was mit der Hand zu machen und einfach mal nicht nachzudenken. Und das ist für mich eine echte Krafttankstelle, weil da fallen mir auch viele Dinge ein, wenn ich am Schleifen bin und am Hämmern oder
am Dekorieren oder am Beziehen oder wie auch immer. Das sind für mich so Dinge, wo ich sage, da bin ich bei mir, da bin ich bei mir selbst. Und das ist für mich etwas, wo ich wirklich runterkommen kann. Wie schön. Gefällt mir meinem Mann überhaupt nicht, ja? Weil er sagt dann, wir haben schon genug Stühle und wir haben genug Schränke. Aber wenn so ein Projekt abgeschlossen ist, muss man sich ja einem nächsten widmen. Und ich kann mich dann von diesen alten Sachen auch nicht trennen. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Irgendwo haben sie dann auch irgendwann zu Ende dekoriert. Kommt immer was Neues. Wie erreichen die Hörer Sie? Über die BFC oder wie hätten Sie das gerne? Am besten immer über die BFC. Wir haben ja eine wunderbare kurze Domain. Wir haben ja nur so ein paar Buchstaben. Das heißt also www.bfc.de. Man erreicht mich auch immer über meine E-Mail-Adresse. Das heißt gerl@bfc.de. Und da bin ich auch immer verfügbar. Wenn man versucht, mich telefonisch zu erreichen, ist es nicht immer ganz einfach. Aber spätestens nach 90 Minuten rufe ich zurück, wenn mein Unterricht beendet ist. Dann habe ich auch Zeit für den einen oder anderen Zuhörer, der mir noch eine persönliche Frage stellen möchte. Dann verlinke ich das in den Shownotes. Frau Gerl, ich danke Ihnen ganz herzlich für das tolle Interview und dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt erstmal am Feiertag und dann, wenn Sie wirklich so viel zu tun haben auch. Und ich denke, für die Hörer ist es extrem wertvoll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Immer wieder gerne. Machen Sie es gut, Frau Patti. Tschüss, Frau Gerl. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.